Die da Katasteramt, Grundbuchamt und so arbeiten, sind alle hauptamtliche Mitarbeiter der Staatssicherheit. Weil das lassen sich doch nicht entgehen, genauso wie an den Gerichten und so. Das mussten sie machen, sie mussten das alles unterdrücken und überall aufpassen. Nur so kommen die SED-Genossen doch klauen, wie sie wollten, wenn sie das überschreiben lassen, das wird so gar nicht gehen. Sollte doch jeden anleuchten. Ne? Genauso, also sollte jeder verstehen können. Und genauso in der Post und so, das sollte, heute sollte das doch jedem klar sein. So. Und weil unsere Sachen so geheim waren, möchte ich mal sagen, das ist ja so, das habe ich ja bei der Stasi kennengelernt. Das wird bei anderen Geheimdiensten auch nicht sein. Es muss anders sein, was auch psychologisch ist. Weil man ja alles verheimlichen will, ist man besonders neugierig und besonders geschwätzig untereinander. Und dann lässt man natürlich auch woanders was fallen, was eigentlich nicht sein sollte. Ne? Und jedenfalls war das so, dass wir ja hingehen mussten. Dann hatten wir ja diesen Schnips von Erich Honecker persönlich. Oder von Vorzimmer, ich weiß nicht mehr, wie die. Dann haben wir das Land bekommen und man hat uns das überschrieben. So. Und dort hatten wir natürlich immer die gleichen Personen. Da mussten wir immer zum Chef sein. Also zu diesen alten Zöpfen, die heute auch viel kennen. Da mussten wir dann hin. Gleichzeitig wurde das dann alles ausgeführt und wir haben das auch bekommen mit nach Hause. Ne? Diese ganze Bestätigung. So. Und dann ist es in irgendeiner Mappe verschwunden. Warum? Gerade sowas schlagt sich total um. Deshalb muss das besonders geheim gehalten werden. Das wäre doch aufgefallen, wenn wir auf unserem Namen da so viel Land ist. Wenn wir da so viel kaufen. Woher ist das Geld? Ne? Woher haben sie das? Wer sind sie? Und wir haben doch alles auch mit Absicht verheimlicht. Was haben wir davon jetzt? Was haben wir davon, wenn die Welt weiß, dass wir jetzt tolle Forscher sind? Alles beäugt uns, alles versucht gegen uns zu spionieren. Alles merkt, wie locker wir da sind. Jeder weiß, da kommen noch viel, viel mehr. Jeder weiß, dass wir jetzt genau das Alter haben, durch unsere Erfahrung, dass da ein Ding nach dem anderen kam. Was vorher auch ein Ding nach dem anderen kam. Ja, was haben wir denn davon, uns hinzustellen, das allen mitzuteilen? Na, das soll doch jeden anrufen. Jeder soll das verstehen. Dass man da doch gar kein Interesse daran hat, sollte das doch vorher schon erkannt haben. Man war doch vorher schon total neidisch. So und so ist es da gelaufen. So, und damit das auch kein anderer so mitkriegt, weil die fangen sofort an zu telefonieren. Die fragen, was, ja, die sind aus Rostock, die wohnen in Rostock, ja, die haben hier Land gekauft bei uns. Die haben da irgendwie ein altes Schloss oder eine alte Schlossruine. Und der Herr Oma wollte ja so viel von der ganzen DDR. Ne? Ja. Das haben wir natürlich alles gekauft. Wahrscheinlich gehörte das ihr Namen. Oder irgendwie sowas. So, jedenfalls wollten sie das. Und wollte Oma das und wir haben es gekauft so. Und die sind so neugierig und man kennt sich doch untereinander. Und so waren sie. Ich weiß nicht, ob so der normale Mensch ist, aber so eben dieser neugierige, petzende DDR-Bürger, der alles verrät. Ne? Ja, da sind welche aus Rostock gewesen heute beim Chef. Die haben das und das gekauft. Haben die bei euch auch mal was gekauft in Rostock? Oh ja, das und das und das. So, naja. Da werden doch dann noch andere mitgehört haben. Und das wollte man natürlich gar nicht. Wenn man ja sofort auf uns aufmerksam geworden war. Kriminell konnten wir ja nicht sein, obwohl, wer weiß, vielleicht haben uns nebenbei auch immer schon zu DDR sein Landtagsgold kriminell gemacht, aber unsere Doppelgänger sind ja auch keine ungeschriebenen Blätter gewesen, ne? Hat mir erzählt, wie sie das machen. Woher haben wir das Geld? Und dann wäre ja eins aufs andere gekommen, als hat man das eindeutig verändert. Das wollte ich auch nochmal eindeutig sagen. Deshalb konnte man in aller Ruhe hier angehen und das anlaufen lassen, weil die Sachen werden weg sein. Das wissen nur noch die Chefs und da haben sie einfach nicht gefragt. Ja. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.